Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Summer of 58. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mich auf dieses Let's Play freuen soll oder das genaue Gegenteil, ob ich mich davor fürchten soll. Ich habe nicht so viel darüber gehört, beziehungsweise ich wollte mich nicht spoilern lassen zum Spiel selber. Aber so ein paar Eckdaten habe ich natürlich auch mitbekommen. Und zwar ist das wieder mal ein wundervolles Indie-Game. Gibt leider aktuell nur die Sprachen Englisch und Russisch. Finde ich sehr, sehr schade, weil gerade wir aus Deutschland spielen halt doch sehr viele Indie-Games, auch im Horrorbereich, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen hier kleine Bitte an die Entwickler, bitte, 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 macht doch eine Übersetzung aufs Deutsche. Womit wir dann zu Punkt 2 kurz kommen, was ich nochmal kurz ansprechen möchte. Es sind wohl, so wurde mir zumindest gesagt, sehr viele englische Texte im Spiel vorhanden. Das heißt, an den Stellen werde ich das Ganze ein bisschen laufen lassen und werde dann später auch nochmal zusätzlich eine schriftliche Übersetzung reinmachen. Das habe ich schon mal beim anderen englischen, ich glaube auch Horrorgame gemacht. Und einfach nur, damit diejenigen unter euch, die vielleicht nicht hören können, das Ganze dann auch lesen können und trotzdem ihren Spaß dabei haben können. Und also auf Deutsch, darum geht es mir jetzt. Ich werde das Ganze bestmöglich übersetzen. Nur ich kann das jetzt nicht mal eben so auf die Schnelle machen und dann später den Text einblenden, weil ich dann vielleicht was anderes schriftlich reinschreibe, als ich vorlesen würde, jetzt so in der schnellen Übersetzung. Deswegen das nur so am Rande. Also wundert euch nicht, wenn ich da mal auf einige Sachen, die da drin beispielsweise geschrieben wurden, nicht eingehen werde sofort danach. Ja, und die letzte Sache, die ich ganz kurz nur ansprechen wollte. Es ist ein Spiel, was mich persönlich sehr berühren wird, weil ich habe eine langjährige Karriere in Anführungszeichen als Urbexerin hinter mir. Und ich mag es immer noch, solche Orte zu besuchen. Wer sich damit auskennt, weiß Bescheid. Für alle die, die es nicht wissen, Urbexer sind im Endeffekt Leute, die an Lost Places gehen, also da, wo niemand mehr wohnt und oder wohnen sollte, also niemand mehr legal wohnt, sagen wir es mal so. Und wir haben aber auch gewisse Grundsätze. Man darf nichts kaputt machen, um reinzukommen. Man darf nicht, also generell nichts kaputt machen drin. Man sollte auch nichts verschieben und so weiter, sondern wirklich alles so lassen, wie es da war. Und ich sag mal, das Äußerste, was man da finden sollte, sind dann vielleicht noch die eigenen Fußspuren und mehr auch eben nicht. Ja, das wollte ich nur eben anmerken. Und deswegen fasziniert mich dieses Spiel auch doppelt, muss ich sagen. Deswegen und weil es von Emika Games ist, wo ich schon sehr viel Gutes von gehört habe. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt direkt. Ihr wisst Bescheid wegen den Übersetzungen. Und ach so, ganz kleine Anmerkung noch. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, wenn ich das Ganze schneide. Ich habe gehört, dass es wahnsinnig viele Jumpscares in diesem Spiel geben soll. Ist grundsätzlich eigentlich immer ein Armutszeugnis für ein Horrorspiel, aber es soll wohl ganz gut hier drin eingebaut sein. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich werde aber einen kleinen Zähler in der Ecke unten anbringen, wenn ich es nicht vergesse, und werde da die Jumpscares zählen. Nur für euch und für mich mal Interesse halber, wie viele Jumpscares wir tatsächlich haben. So, die Musik kann ich leider nicht ausschalten, die ist jetzt gerade gemutet, das heißt, wir hören die im Spiel. Ich hoffe, dass das Spiel da nicht zu leise ist, weil ich muss das Ganze ein bisschen leiser machen, weil ich es anpassen musste, weil die Musik sonst wirklich wahnsinnig laut war. Deswegen gucken wir mal, ob wir gleich im Spiel noch was anpassen müssen. Jetzt aber viel Spaß. Manchmal erfinden Menschen Dinge, die nicht da sind. Es erscheint ihnen, als würde irgendein Wesen ihren Geist und ihr Leben kontrollieren. Sie tun schreckliche Dinge, die dich in den Wahnsinn treiben können. Ich glaube nicht an paranormale Phänomene. Ich glaube, dass die Probleme, die Menschen verursachen, ihre eigene Schuld sind oder die Schuld derjenigen, die sie dazu gebracht haben. Und damit sie ihren Augen und nicht den Fiktionen trauen, habe ich aufschlussreiche Videos über paranormale Phänomene in zwei Häusern gemacht, in denen nach den Geschichten der Menschen so ein Wahnsinn geschah. Mein Name ist Alex Morton und nun fangen wir an. Okay, es läuft jetzt gerade ein Video. Das heißt, wir sind also jemand, der herausfinden möchte, ob es tatsächlich an Lost Places spukt. Ich
Ich persönlich finde die Musik noch ziemlich laut in den Kopfhörern. Ich werde mal schauen, ob das so weit okay ist, weil ich weiß halt nicht, wie die Effekte vom Spiel selber dann sind von der Lautstärke her. Im Moment sehen wir noch nichts Ungewöhnliches. Es ist alles so ein bisschen grünlich. Also wir haben wahrscheinlich eine Nachtbildkamera dabei. Ich habe alle Ecken abgesucht, aber ich habe keine Beweise gefunden, die paranormale Aktivitäten in diesen Häusern bestätigen. Jetzt gehe ich auf Wunsch von meinen Abonnenten in ein verlassenes Pionierlager in Russland, um herauszufinden, ob die Gerüchte, über die die Einheimischen seit so vielen Jahren sprechen, wahr sind. Man sagt, dass es an diesem Ort Geister von Toten gibt, bei den Händen eines der Dorfbewohner. Er selbst wurde nie gefunden. Auch die Leichen dieser Menschen wurden nicht gefunden. Die Anwohner meiden diesen Ort und diejenigen, die von dieser Tragödie betroffen waren, erlauben es nicht, die Türen dieser Gebäude zum Gedenken an die Toten und Vermissten zu öffnen. Ich bin nach Russland gekommen, um zu untersuchen, was passiert ist, um herauszufinden, ob die Gerüchte wahr sind und um Beweise dafür zu finden. Meiner Tradition folgend schließe ich die Türen der Gebäude hinter mir, damit die Versuchung nicht groß ist, sie zu verlassen. Und ich bleibe hier für ein paar Nächte und mache einen Bericht. Ich habe eine Videokamera, eine Mülltasche und einen Rucksack mit Sachen und Essen dabei. Pioneer Camp Junos. Also wir haben direkt schon mal die erste Errungenschaft bekommen beim Reingehen, das ist gut. Ja, wir sollen das Ganze hier erkunden. Ich hoffe, dass die Maus einigermaßen gut eingestellt ist und nicht zu schnell eingestellt ist. Ja, es ist definitiv ein Lost Place, weil man sieht hier schon schön, überall sind schon Graffitis. Und, wir sind in einem russischen... Oh, Hallöchen. Was bist du denn? Okay, was können wir denn überhaupt machen? Können wir hier irgendwas... Ah ja, wir können was anklicken, okay. Dismiss. Also rechts ist wieder ablegen. Ja, wir wollen ein paar Nächte hier bleiben. Das ist soweit auch okay. Strom haben wir vermutlich keinen. Ja, kein Licht im Gebäude. Heißt das, wir müssen jetzt durch die Dunkelheit tasten? Oder heißt das, dass wir uns eine Taschenlampe besorgen werden? Ah, wir brauchen ein russisches Englisch, also so ein Übersetzungswörterbuch. Ja, ich könnte es auch nicht übersetzen, keine Ahnung. Aber ich kenne die Zeichnung. Also so eine ähnliche. Oh, ich weiß. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt schon totalen Schiss. Weil, ganz ehrlich, ich habe da ja schon öfter drüber gesprochen. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis mit Jumpscares. Und ich bin aber wirklich mal gespannt, wie sich das Ganze denn tatsächlich hier ausüben wird. In dem, was wir hier tun. Bei mir ist jetzt gerade ein Bildschirm aufgegangen. So, keine Ahnung, was das war. Bei mir ist gerade einfach auf dem linken Bildschirm, also es ist kein Bildschirm aufgegangen, sondern auf dem linken Bildschirm ist etwas aufgegangen, ein Ordner. Das wollte ich damit sagen. Okay. Oh. Oh, okay. Also wir sind hier kein Urbexer. Wir wollen wirklich erforschen, was es damit auf sich hat. Ob hier wirklich Geister leben. Frage ist, rein theoretischerweise müssten die dann ja nachts rauskommen, oder? Also dürften wir hier noch halbwegs safe sein. Können wir uns... Ah ja, können wir? Okay. Okay. Ich würde das jetzt gerne sofort übersetzen, aber leider... Ich habe mal versucht, Russisch zu lernen. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Aber ich bin da irgendwie zu doof zu. Was war das? Als nächstes sagt ihr mir noch, wir haben Geister auf dem Klo oder sowas. Ja, Medizin... Moment, konnte ich da gerade irgendwas? Konnte ich da gerade nicht was? Ist eigentlich gerade was umgesprungen? Hier ist uns auch nichts mehr, ne? Ich will jetzt nicht da durch die dunkle Tür durch? Was ist das denn? Ein Püppchen. Ach, hier so ein... Wie heißen die? Matroschka, ne? So ein russisches Püppchen.
Painted Doll. Wieso nennt ihr das nicht dann auch noch, kann man das... Aber kann man nur aufheben, kann man nicht auseinandernehmen, ne? Das sind doch diese Püppchen, die so viele kleine Püppchen drin haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Boah, ich hab so Schiss, dass mir irgendwas entgegenspringt, ne? Ihr könnt euch das jetzt nicht vorstellen. Klar, ihr sitzt jetzt da am Monitor und denkt so, oh, da würde ich jetzt locker durchlaufen. Was ist das denn hier? Ist doch alles kein Thema, ist so nur ein Spiel und so weiter, soll Spaß machen, bla bla bla. Oh, eine Gasmaske. Okay, ich glaube, da hat noch jemand einen Heiratsantrag gemacht oder so, keine Ahnung. Also, aufgrund dessen, wie zugemüllt das hier ist. Oh, Hallöchen. Du bist aber jetzt nicht mein erstes, weil du siehst so horrormäßig aus irgendwie. Aufgrund dessen, dass das hier schon so zugemüllt ist und alles und wie das hier aussieht, könnte man ja fast vermuten, dass hier schon jemand leben würde. Jetzt someone feed the cats hier. Welche Katzen? Wir sind keine Katzen. Ich hab mich ja... Hallöchen! Ich sag gerade noch, hier sind keine Katzen. Alles klar? Du bist wahrscheinlich... Ach, da ist nur eine Katze. Hallo! Das ist ein Spiel, das sind Katzen. Ich will die streicheln. Das Spiel ist schon scheiße, wenn man die Katzen nicht streicheln kann. Nein, wir wollen jedem Spiel natürlich eine Chance geben. Selbst ein Spiel, wo man die Katzen nicht streicheln kann, selbst dem müssen wir eine Chance geben. Bist du eine Maus? Du siehst aus wie eine getötete Horrormaus. Irgendwie die Augen leuchten voll. Ich erwarte ja die ganze Zeit nur, dass da irgendwie ein Vogel gegen die Scheibe fliegt oder so. Das wäre so dieses Typische in solchen Spielen. Alter, ich hab so Schiss gerade. Da ist ein Zug in der Nähe. Ja, du kannst es wieder nicht... Ach, das ist die gleiche Zeitung aber, ne? Ist mit dem gleichen... Okay. Ich finde diese Puppe, ehrlich gesagt, immer noch unheimlich. Das muss man beides abmachen, was ich bei beiden aber diesmal nicht kann. Wieso kann ich das... Das ist ja wie in Star Wars hier. Wieso kann ich das beim ersten machen und bei den anderen kann ich das auf einmal nicht mehr machen? Bin ich jetzt erschöpft oder? Oder die richtige Antwort wäre eigentlich, weil das Spiel das so will. Hallo? Hat's gerade geklopft? Hallo? Hier kann ich auch nichts machen. Kann ich überhaupt irgendwas machen in dem Spiel? Ich muss doch bestimmt irgendwas triggern, damit wir ja weiterkommen, oder? Aber ich habe ja nicht so viele Räume. Ah, warte mal. Ah, ich bin einfach nur blind oder vielleicht auch blöd oder ein bisschen was von beiden. Wir haben eine Videokamera. Sehr schön. Ah, jetzt wird's, ab jetzt wird's gruselig, oder? Hold down was? Ich habe es nicht gesehen. Ach, mein Übersetzungsbuch. Ja, sehr geil. Was translating some Russia books in college. I took Russian dictionary. Okay, also die hat auf dem College einige Sachen von Russisch ins Englisch übersetzt oder umgekehrt. Und deswegen hat sie das Buch jetzt dabei. Was ich jetzt persönlich aber nicht so toll finde, weil wir jetzt hier alles in grün sehen. Und alles in grün sehen... Hallo Hase. Bist du ein Jumpscare? Ich will nicht. Ich ignoriere dich mal eben, ja? Das ist ein toter Vogel. Ihh. Du bist doch ein Jumpscare, oder? Alter. Allein schon, dass das Viech da steht, macht mir gerade Angst. Ja, keine außerirdischen, keine außergewöhnlichen Aktivitäten hier. Lasst uns wieder gehen. Ich habe gerade so Gänsehaut. Leute, könnt euch das nicht vorstellen. Es ist einfach nur ein Effes-Spiel, wo sich nichts getan hat, außer dass die... Achso, wir müssen das noch lesen, ne? Außer dass die Entwickler da auf einmal einen Hasen hingestellt haben und bei mir läuft gerade so die Plörre runter, wollte ich gerade sagen. Ich kriege hier Schweißausbrüche, ganz ehrlich.
Du musst einen kleinen Spiegel nehmen und dich vor einen großen stellen, um einen Korridor zu erzeugen. Sag dreimal: Barfußfrau, zeig mir mein Schicksal und ich gebe meine Schuhe zurück. Barfüßige Lady. Ist das jetzt ein Übersetzungsfehler oder gibt es das wirklich? Weil das hört sich so ein bisschen an. Ach so. Die Mädels liebten das, daran zu glauben, dass hier irgendwas. Okay, verstehe. Irgendwas Übernatürliches existiert. Wir haben doch hier eben noch. Da. Diesen Zeitungsartikel gehabt. Es läuft eine Untersuchung über das Verschwinden von Kindern und Mitarbeitern des Pionierlagers Junost, das 1955 unter der Leitung der Direktorin Maria Anatoljewa A. eröffnet wurde. Der Verdächtige in diesem Fall ist ein Kind, das in diesem Lager lebt. Der Name ist Jakov. Beweise für die Opfer wurden in seinen Spind gefunden. Was mit ihm geschah und wo er sich jetzt befindet, ist nicht bekannt. Nun gut. Weiterhelfen tut uns das nicht wirklich. Wie kann ich das jetzt mit der Kamera machen? Da stand irgendwas von V. Scrollen. Inventar. M. Escape. Keine Ahnung. Nee, dann komme ich hier rein. VB. QXYZ. Keine Ahnung. Wie kann ich die Kamera denn jetzt nehmen? Oh, okay, ich kann zoomen, indem ich das Rädchen gedrückt halte. Aber ich muss doch irgendwie die Kamera in der Hand haben. Ja. Das ist gut. Jetzt hat die einmal umgeschlagen. Ah, Moment. Mit F. Ah, mit F kann ich die Kamera anschalten. Weil das ist ja doch sehr wichtig zu wissen, denke ich mir mal. Ist der Hase noch da? Ja, es ist noch da. Muss ich irgendwas machen, damit du mich erschreckst, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal einen Screenshot. Vielleicht weiß jemand anderes, wie der Hase mich erschrecken kann. So, hier will ich eigentlich gar nicht hin. Hä? Sah die Puppe nicht irgendwie anders aus eben? Ich bin mir nicht sicher. Sieht so armeemäßig aus, aber das könnten noch die Pfadfinder sein. Ah, das sind die Namen hier, die Spinde. Alles gut? Man sollte sich nie umdrehen, wenn man was hört. Ich dachte, diese Horrorpuppe ist jetzt noch horrorhafter oder so. Ich warte nur darauf, dass sie ein Jumpscare ist, aber irgendwie. Vielleicht sind die Katzen ja echte Jumpscare. So wie bei der Miss Galaxy oder wie hieß die, dass die dann auf einmal zu riesigen Monstern werden, die mich auffressen. Oder sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Es hörte sich auf jeden Fall so an, als ob die jetzt bei mir im Zimmer sind. Hallo? Oder ist der Hase vielleicht woanders hingelaufen? Hä? Also, entweder sind das richtig böse Geister, die sie auf Katzen abgesehen haben, oder die Katzen haben jetzt eventuell was umgestoßen. Kann ich die wieder anmachen? Kann ich. Soll ich? It will be dark soon. Need to look for candles. Ah, okay. Ich soll nach Kerzen suchen. Left Steuerung Crouch? Warum?
Was fliegt hier? Ach so, Candles hier, wegen den Kerzen. Okay, wer ist das? Steht nichts drauf, ne? Das ist ein Hallo Hase, wie geht's dir? Du bist immer noch kein Jumpscare, oder? Ist das so? Muss man den hier finden? Ich mache jetzt immer Screenshots, wenn ich den gefunden habe. Wo sind die Katzen jetzt hin? Die armen Katzen, ich muss sie füttern. Alter, was ist denn da draußen los? Ja gut, andererseits... Hallo? Es hört sich halt so an, als ob da irgendwie gerade Bomben sind, ne? Was ist mit Mr. Hase? Mr. Hase ist weg. Er ist jetzt woanders. Sollen wir ihn woanders finden? Soll ich mich für die Nacht vorbereiten? Kerzen habe ich gefunden. Leiter und Matches. Na? Das sind aber nicht die Kerzen, die ich jetzt mitgebracht habe, oder? Also wir brauchen auf jeden Fall Streichhölzer oder so. Oder ein Feuerzeug. Aber ich habe keins gesehen eben. Oder was ist das hier? Was bist du denn? Ich hätte schon fast gesagt, eine Sicherung, aber... Warte mal, ich habe doch Zigaretten im Bad gefunden, oder? Können wir laufen? Naja, laufen würde ich das nicht nennen. Ja, ist aber kein Feuer... Ach doch, hier. Ah, wieso habe ich das eben nicht gesehen? Ja, bitte? Alles gut. Kein Thema. Ich bleib nur ein paar Nächte. Wir können koexistieren. Keine Sorge. Ich mache auch nicht den Quatsch mit der barfüßigen Lady. I can light. Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß nur nicht wie. Ach so, einfach nur dran. Okay. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon so einen Schiss und es ist noch gar nichts passiert. Ah. Spread out. Okay, dann nehmen wir mal den. Aber wo sollen wir den hinlegen? Daneben oder wie? So. Hallo? Du willst dich jetzt nicht vor die Tür legen. Du willst dich vor die Tür legen. Oh mein Gott. Also alleine wie nennt sich das? Nacht 1. Feng Shui würde ich niemals irgendwo in der Nähe der Tür liegen. Also nicht so, wie die das macht. Not up to sleep. The first night in the camp come. Ja, sie kommt. Aber ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich kann meine Kamera nicht benutzen. Wieso kann ich die Kamera nicht benutzen? Wo ist meine Kamera? Arschlöcher, ihr habt meine Kamera geklaut. Das ist ein Wecker? Ich denke mal, dass das unsere Sachen sind, oder? Hä, wo sind meine Sachen? Ich kann kein F mehr drücken? Ach, die steht hier. Ja, so clever hätte ich jetzt auch sein können. Okay. Jetzt ist Jumpscare-Zeit, oder? Hallo? Es tut mir leid, wenn ich so leise bin. Irgendjemand hat hier auch noch die Tür zugemacht. Ja, natürlich haben die Tür zugemacht, nachdem ich die Kamera weggenommen habe. Die Schweine, damit ich bloß nichts draufkriege. Alter. Da sind ein paar neue Vögel. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier eigentlich tun soll. Ich laufe mal hin und her, ja?
Vor allen Dingen, ist das so klein oder kann ich später noch die anderen Türen öffnen? Nicht, dass ich das wollen würde. Nur mal so am Rande. Ja, das Püppchen ist immer noch gleich. Alter, habe ich mich jetzt vor dieser... vor dieser Maske erschrocken. Ja, bitte? Der Hase ist hier vorne. Er war es... Nee, das ist er gar nicht. Er war es nicht. Hier hinter ist jemand, oder? Soll ich dreimal zurückklopfen? Kann ich nicht klopfen? Hallo? Alter. Ich gehe wieder schlafen. Gute Nacht. Hallo? Jemand da? Wenn ich wüsste, was ich machen muss, dann wäre es mir irgendwie wohler. Das war jetzt hinter mir, oder? Das war doch wieder der Hase. Dieses Haus ist von einem dämonischen Hasen besessen. Das sind die Katzen. Ihr könnt mir doch nicht weismachen, dass hier Dämonen sind oder Geister. Das sind einfach nur die Katzen. Die sind am Fressen. Ich lege mich wieder hin und schlaf. Oh Gott. Was tue ich mir denn nur für euch an? Ich weiß es nicht. Ich hasse solche Spiele. Ich gucke gerne zu, aber ich hasse es selber zu spielen. Da ist der Hase! Ich hab dich entdeckt! Hallo Hase. Hallo? Da sind komische Geräusche, aber da komme ich ja nicht hin. Das ist ja das Problem. Also ich glaube, meine Aufgabe ist so ein bisschen immer hin und her zu laufen. Oh oh. Ich bleib einfach hier. Er hat ja schon die Tür zugemacht. Vielleicht muss er mal pinkeln und will nicht gestört werden oder so. Oh, ich darf nicht mal raus. Hallo? Lass mich raus! Es sei denn, da ist ein böser Geist hinter, dann lasst mich drin. Der Hase ist weg. Also es tut mir leid, ne? Aber erstens weiß ich gerade so gar nicht, was ich machen soll. Zweitens habe ich hier gerade voll Muffensausen. Das seht ihr zum Glück nicht. Und das... Oh Gott. Wenn ich jetzt wieder hingehe, kann ich wieder durch die Tür gehen? Vielleicht? Das wäre gut. Was ist das hier eigentlich? Und warum kann ich hier... Doch, kann ich. Ah, Moment. Moment. Ein Foto, was so... Ja, so ein bisschen verbrannt irgendwie aussieht. Mit einem spielenden Kind. Und ich glaube, da ist noch... Noch einer, der da mitspielt. Muss ich hier irgendwas finden vielleicht? Ich weiß es nicht. Ach so, ich habe jetzt mein Übersetzungs... mein Wörterbuch nicht dabei. Ach, wie soll ich euch denn eventuell helfen? Wobei, bei Jumpscares denke ich eher nicht, dass das nette Geister sind. Wenn ich noch nicht mal weiß, wie ich was übersetzen soll. Boah, ihr könnt mich doch mal. Ich bin hier gefangen. Ich werde hier nie wieder rauskommen, weil ich einfach zu blöd für dieses Spiel bin. Alter.
War das gerade laut? Ihr wisst, dass das Telefon nicht funktioniert? Also Jumpscare Nummer 1 hatten wir im Endeffekt gerade. Hallöchen. Bist du nett oder nicht so nett? Hallo? Wenn ich jetzt einfach zu dahin gehe, falle ich dann tot um? Ja, das ist sehr aufdringlich, ich weiß. Hallo? Das klang irgendwie nicht gut. An uninvited guest. Ach, ich wurde am Kopf getroffen, stand da gerade. Oh, Scheiße. The next morning. Wie bin ich hierher gekommen? Ich muss meine Videokamera finden. Ja. Hättest du die mal benutzt, ne? Obwohl, die hat eigentlich... Das verstehe ich nicht. Die Kamera habe ich benutzt. Trotzdem konnte ich aber anscheinend nicht sehen. Oder es war zeitgleich, dass mich was auf den Kopf getroffen hat. Das kann natürlich auch sein. Bin irgendwie... Oh Gott, ja. Erstens, erschreck mich nicht so, du blöde Taube. Zweitens, was haben die alles für hässliches Spielzeug hier? Das sind alles so komische Horrorpuppen. Ey, kein Wunder, wenn da irgendwelche Kinder hier komplett durchgedreht sind. Alter. Okay, hier ist noch was zu lesen, glaube ich. Das ist ein Foto. Eine Fußballmannschaft, vermute ich mal. Der Ball sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, die waren früher so. Ich mache mir meinen eigenen Jumpscare. Ne, jetzt funktioniert es nicht mehr. Eben war das so komisch am Vibrieren. Okay, kann man das... Da ist irgendwas im Mülleimer. Das kann man nicht nehmen. 29. Können wir dich irgendwie wegscheuchen oder so? Hey, du wirst doch hier gefüttert, oder nicht? Also tut mir leid, ich muss zwischendurch mal ein paar Screenshots machen, weil das ist irgendwie eine sehr, sehr seltsame Art und Weise, in ein Horrorspiel für Horror zu sorgen. Ach so, ja, du hast wieder dein Buch nicht dabei. Ich kann es auch nicht einstecken tatsächlich, ne? Ich kann es nur... Ach, das ist ein bisschen doof, finde ich. Dass man dann immer wieder dahinter noch mal hingehen muss. Du sorgst doch gleich für einen Jumpscare, oder? Ich meine, das Fenster ist hier offen. Oder ich denke, das soll ein Jumpscare sein und dann kommt er von woanders. Oh, ich... Alter. Mir hat dieses Flackern schon gereicht, wenn ich ehrlich bin. Ach, hier sind wir. Im Nebenraum. Ich dachte gerade, da steht ein Schwein. Das war die Maske. Okay. Haben die Katzen hier aufgemacht? Und warum kann ich das nicht aufmachen, obwohl ich es vorher konnte? Und was ist das eklige Ding da hinten? Ich habe keine Ahnung. Meine Videokamera. Also ich bin anscheinend da direkt umgefallen, wo mich was erwischt hat. Irgendwas mit Ausrufezeichen. Moment, erstmal das Dings wieder mitnehmen, ja. Du bist hier nicht willkommen. Darth Vader steht auch schon in meinem Nacken, so wie sich das anhört. Okay, derjenige, der mich getroffen hat am Kopf, der hat die Kerzen genommen. Ich muss herausfinden, was los ist. Ich muss versuchen, das Licht wieder anzumachen und ja, quasi das restliche Gebäude zu erkunden. Okay, haben wir hier die Wasserflasche vorher auch schon gehabt? Bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt.
Ja, doch, aber hier steht auch eine Wasserflasche. Also, da können wir nichts mehr machen, nehme ich mal an. Eine fehlt. Ja. Die werde ich aber wahrscheinlich nicht finden, weil ich ja quasi schon durch alle Räume durch bin. Was ich wohl mal machen könnte, die neuen Räume jetzt nochmal mit dem Wörterbuch zu durchsuchen. Und zu gucken natürlich, wo der Hase ist. Ich dachte, da ist gerade was runtergefallen. Moment, wie war das mit F? The rabbit is not here. Okay. Das ist gut. So, die Räume sind offen. Ne, die sind nicht offen. Da komme ich nicht rein. Aber hier, das kann ich mir doch theoretisch nochmal übersetzen lassen, oder? Ich hab dich im Auge, Taube. Du bist der Dämon, der hinter allem steckt. Gib es zu. Was wollte ich? Ach da, das wollte ich, genau. Spät in der Nacht, wenn die Leute einschlafen, braucht man keinen Spaß und keine Narren. Und die Glocken sind leer und die Augen sind voller Bitterkeit. Die Kuriere wissen nicht, was dieser Spaß für den Narren bedeutet. Der Narr entscheidet, genug ist genug. Und er vergiftet in dieser Nacht in einen traurigen Anzug das Haus und den König. Ich bin im Herzen traurig, aber der Plan ist nicht gescheitert. Der Narr wird dir keinen Spaß mehr machen. Nun gut. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier gerade tun soll. Vielleicht muss ich auch auf der Suche nach den Hasen gehen. So wie ich schon gesagt habe. Ich weiß es nicht. Das ist so krass, dass man da irgendwie Fliegen oder sowas drin fliegen sieht, ne? Ich suche hier immer noch die Katzen. Wo sind die eigentlich? Und warum zur Hölle liegen die Bretter hier eigentlich fein säuberlich in der Mitte? Ach, jetzt kann ich die... Euer Ernst? Warum konnte ich es vorher nicht machen? Weil, war nicht so vorgesehen. Ich sag doch, das ist Star Wars hier. Gut. Das ist ein Klassenzimmer, okay. Heilige Scheiße, ja. Ich sag's mal so, aus meiner Erfahrung heraus, und ich habe auch mit Security Service schon mal gesprochen, also die wirklich auf Lost Places aufpassen sollten. Da war mal ein ganz netter, der mit uns gesprochen hatte. Das ist jetzt aber gerade neu hier, oder? Alter. Ich wollte doch nur was sagen und dann kommen hier auf einmal blutige Abdrücke. Wollt ihr mich verarschen? Was ich eigentlich sagen wollte, dass die schon mal öfter leider damit zu kämpfen haben, dass irgendwelche geistig Gestörten da reingehen in Lost Places und sagen, wir müssen hier böse Geister rufen und dann da irgendwelche teilweise Tiere wirklich opfern, also echte Tiere. Ja, ich wollte ein Stück zurückgehen, damit ich... Ich wollte nicht so nah dran sein, entschuldige bitte. Ja, und also wenn ihr wirklich an sowas Interesse habt, das nur wirklich als Warnung von wegen Lost Places und so, niemals alleine gehen. Es passieren nicht... also ich habe noch nie davon gehört, dass es irgendwelche Sachen gibt, die auf unserer Welt nicht existieren sollten oder Geistersachen oder sowas, die passieren. Aber es können Vergewaltigungen passieren. Man kann mal eben mit einem Messer abgestochen werden. Gut, kann einem auch passieren, wenn man auf die Straße geht mittlerweile, aber ist ein anderes Thema.
Es können viele Dinge wirklich an Lost Places passieren. Ich habe schon gehört, dass da welche mit Waffen rumgelaufen sind, also mit Pistolen. Das immer im Hinterkopf behalten, weil das, ja, ist leider nichts Ungewöhnliches an solchen Orten. Der Fuchs ist aber süß. Ich glaube, irgendeiner spielt hier mit toten Raben, habe ich so das Gefühl. Aber diese Puppen, ne? Wenn ich die schon sehe, alleine dann kommt mir ja schon richtig der Grusel hier. Schlimm. Ich meine, das können vielleicht jetzt so normal, obwohl die sehen eher so nach Fallout aus, finde ich. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn es die wirklich gibt, irgendwo in Russland oder so. Wenn das so spezielle, so wie diese Matroschka-Puppen oder wie die heißen. Wie clean bringen ja schon Example in Edith. Achso, das ist ja im Vorlesen, okay. Tja. Ich will mich hier aber gar nicht umsehen, so wie das ja auch sieht. Ich muss mir das echt nochmal angucken. War das jetzt nur Einbildung von mir? Weil diese Blutspuren und diese Blutspur hier, die ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Da ist ein Foto. Kommen wir da hin? Ja, kommen wir hin. Von so einer Kletterwand, so wie das aussieht. Gibt es keine Rückseite von? Okay. Aber wir haben eine Sicherung. Hallo? Okay. Also ich habe die jetzt zugemacht, ja? Nichts anderes, nehme ich mal an. Echt jetzt? Ich sag's mal so, der Leichnam interessiert mich jetzt eigentlich weniger, aber wahrscheinlich müssen wir den hier untersuchen, oder? Das sind die Stuhlbeine. Naja, das ist mir schon klar. Aber ich durfte ja nicht rausgehen. Ach nee, das hing vorher auch da. Hallo? Ich muss hier irgendwas triggern, damit ich wieder rausgehen darf. Ich weiß nur nicht was. Die Sicherung habe ich gefunden. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich das war, ja, was am wichtigsten war. Vögel. Gut, hier liegen noch immer wieder so. Die kann ich halt nicht nehmen. So Postkarten oder Bilder oder sowas. Ja, ihr braucht mir jetzt nicht die ganze Zeit ins Ohr zu. Es ist doch wieder das Gleiche. Die Leiterin des Pionierlagers, Junost, Maria Anatoljewa A. verschwand, wie auch der Rest der Camp-Mitarbeiter. Maria hatte zuvor von 1944 bis 1950 Kinder in einem Waisenhaus betreut. Sie war eine Pflegekraft, die sich nur der Arbeit widmete. Disziplin war sie für sie das Wichtigste. Also vertrauten die Eltern ihr ihre Kinder an. Darf ich da nicht aus dem Raum rausgehen? Ist ja irgendwo ein Messer, was ich gebrauchen kann oder so? Keine Ahnung. Alter, wie sich das anhört, wenn die fliegen hier so summen. Also ein Kopfhörer.
Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt hören könnt. Ah, Moment. Oh, ich habe doch was gefunden. Kann man nicht öffnen? Kann ich auch nichts mehr machen. Darf ich denn jetzt rausgehen? Ja, möchte ich. Have it your way. Hä? Hä? Okay, das habe ich jetzt gar nicht verstanden irgendwie. Erst kam die Frage, ob ich wirklich rausgehen möchte. Dann habe ich Willensstärke gezeigt. Und es hat geklappt. Ja, weiß ich. Ich habe aber kein Inventar. F habe ich nur. Ich habe aber sonst kein Inventar. Hallo? Ich habe doch gerade eine mitgenommen. B für Box oder so? Ach Leute. Ich drücke jetzt einfach mal wahllos alle Tasten. Höre hier auch schon wieder die Fliegen, die mir offenbar gefolgt sind. Ja, weiß ich, dass die... Sag mal. Alter. Seid ihr doof hier im Spiel? Ist lebensgefährlich. Ach so. Ja, gut. Ich meine, ne? Das geht da hinten rein. Aber da hinten komme ich ja nicht rein. Ja, wo hat der das denn sonst drin? Also F kann ich noch immer weiterhin drücken, aber ich habe halt keinen... Moment mal. In der Übersicht sehe ich auch nichts. Ich habe aber doch gerade welche geholt. Also eine geholt. Die möchte ich gerne hier reinmachen. Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Ich sag's doch. Wahrscheinlich brauche ich da jetzt auch zweimal so lang wie jeder andere für. Die Taube sitzt immer noch da. Sie beobachtet mich. Das sind Sprechanlagen. Hm. Absolut keine Ahnung. Nein! Ich hätte den jetzt nicht... Oh, wollt ihr nicht. Need to take the box. Ja, super. Hättet ihr das nicht vorher sagen können? Hallo? Guten Tag? Wie ich bereits erwähnte, wir können friedlich koexistieren. Gehen Sie mal schön auf die Toilette. Ich bringe nur mal eben was ins Zimmer. Ach, der schmeißt es direkt auf, vor die Füße. Das ist gut. Ich werte das auch mal als Jumpscare, weil das so laut war. Turn on the light. Hier ist aber kein Lichtschalter. Die haben sie vor allen Dingen ja alle abmontiert. Gute Frau, sind Sie schon fertig mit Ihrem Bedürfnis? Hallo? Die gute Dame ist nicht mehr da. Okay. Hier kann ich jetzt aber nirgendwo Licht anmachen. Da ist zwar oben. Oder geht das noch bei dem Lichtschalter, der hier so komisch raushängt? Nee. Hey, gut, ich meine, was will man erwarten, ne? In so einem Laden hier. Es ist ein Lost Place.
So, das ist der Moment, wo bei Jurassic Park 1 gesagt wurde, sowas wie, Mr. Hamilton, die Generatoren laufen wieder. Und dann brach das Chaos aus. Ich bin mir nicht sicher, wie es jetzt hier sein wird. Es geht doch jetzt wieder an, wenn ich mich woanders hin bewege, oder? Ich bin immer noch der Meinung, dass es die dämonische Taube war. Jetzt ist sie weg. Ich wusste es. Ich wusste es. Die dämonische Taube ist weg. Was haben wir denn hier eigentlich? Lüftungsschacht? Da kamen die gruseligen Geräusche raus. Es war doch nicht die Taube, es war dieses komische Tier mit den großen Ohren. Ja, wir haben das Licht angemacht, aber was sollen wir jetzt machen? Also, was ich ein bisschen vermisse, ist so ein bisschen eine Anleitung, was wir eigentlich tun sollen. Gut, wir sollten das Licht anstellen, das ist okay. Aber wie triggere ich jetzt quasi den nächsten Jumpscare sozusagen? Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal, den können wir irgendwann wohl ersetzen. Ach, das ist ein neues Bild. Oh. Have you found a photo of the camp? Junost. Okay, also das waren anscheinend die Kinder, die hier in diesem Camp waren. Also waren es doch alle nur Jungs. Das heißt, die hatten nur Flausen im Kopf. Okay, das war die Eröffnung. Oder die Eröffnung der Jugend, sag ich mal. Youth ist wahrscheinlich der Name, denke ich mal. Von diesem Kindercamp. Okay. Wir sind ja auch hier, um ein bisschen die Geschichte kennenzulernen, ne? Es wird dunkel draußen, oder? Müssen wir jetzt nur noch die Zeit überspringen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wir dürfen schlafen gehen. Sehr schön. Nacht 2. There is no place for strangers. Zweite Nacht, okay. Ich habe wieder die Kamera da aufgebaut, so wie es aussieht. Licht habe ich aber. Ja, das ist die Kamera. So, schauen wir erstmal hier im Raum. Ist noch soweit alles in Ordnung. Kein Hase weit und breit in Sicht. Jetzt hoffe ich nur, dass die gute Dame auf der Toilette fertig ist. Also, ich habe sie beim letzten Mal ja nicht gesehen, aber nicht, dass ich sie jetzt da noch überrasche oder so. Aber die Vögel sind weg. Okay. Tut mir leid, dass ich gerade so ruhig bin. Ich rechne jeden Moment mit dem nächsten Jumpscare. Ich bin das auch gewohnt, immer zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat. So große blutende... ja gut, die Dinger sind wieder zu hier. Große blutende Buchstaben beispielsweise irgendwo an der Wand oder sowas in der Art. Ja, bitte? Wo sind sie gerade drin? Ich konnte es jetzt gerade... Ich glaube, es kam von links, aber ich bin mir nicht sicher. Da war zumindest gerade auch die Musik an, wenn ich das richtig gehört habe. Hallo?
Das ist nicht gut. Wieso sieht man mit der Kamera eigentlich so wenig? Oh Gott, ich hab so Schiss, Leute. Ernsthaft. Püppchen steht immer noch da, wo sie sein soll. Ich dachte gerade, da liegt einer drunter. Die Tür ist aufgegangen. Aber geradeaus, die Tür ist nicht aufgegangen. Also wahrscheinlich ist sie zugegangen. Nämlich. Boah, ich hasse euch. Mein Zähler geht hoch. Genauso wie mein Herz gerade hochpumpt. Ich hasse euch abgrundtief. So. Wenn am meisten damit rechnest, dass ein Jumpscare kommt und genau in dem Moment einer kommt, das ist genauso fies wie der Moment, wenn du damit rechnest, dass einer kommt, keiner kommt und danach einer kommt. Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es gut. Ihr sitzt zu Hause irgendwo in euren Stühlen, auf eurer Couch oder keine Ahnung wo und ihr müsst nur schauen und lachen, wie ich mich erschrecke. So. Oh. Oh. Ich werde danach nie wieder dieses Spiel spielen. Ganz ehrlich. Da, ich sehe dich. Hallo? Achso, das sind die. Ich dachte gerade, ich höre mich selber. Ich will dich aber nicht sehen. Ich mache einfach. Oh. Okay, ich sehe sie auch ohne Licht. Also ohne Kamera. Ich will den Jumpscare jetzt aber nicht mitmachen. Leute, was macht die? Fliegt die durch mich durch? Springt die an die Decke? Geht es ihnen gut? Sie sehen so ein bisschen verkrüppelt aus. Ich sollte das Wort verkrüppelt nicht sagen, ne? Sonst kommt die mir gleich entgegen. Sie sehen nicht ganz gesund aus. Kann ich ihnen irgendwie helfen? Oh mein Gott, komm, einfach durch und dann, oh. Ich will nicht. Alter, diese Lautstärke, das ist ja schlimmer, als wenn, keine Ahnung, wenn der Fernseher von meiner Mutter an ist, von der Lautstärke her. Oh. Hallo? Können wir die Nacht vielleicht endlich mal beenden? Der Tag ist irgendwie nicht so schlimm wie die Nacht. Hallo? Ich habe auch nicht so ganz sehen können, wo die jetzt hin ist. Ist die jetzt an mir vorbei? Hat die sich nur aufgelöst? Ich warte ja immer nur darauf, dass da einer auf dem Klo sitzt, ne? Also die Tür hinten ist nicht aufgegangen. Okay, immer noch alles Roger. Toiletten sind sauber. Also, mehr oder weniger. Die Frage ist jetzt, nächster Jumpscare, kommt der links oder rechts? Mach erstmal die Tür zu. Wenn die jetzt wieder aufgeht, dann weiß ich, ich muss da rein. oh Gott. Alter. Ja, bitte? Ich will da nicht rein. Ey, ich habe ja normalerweise keinen Schiss in Horrorspielen. Aber ich finde das so von der Atmosphäre, von der Optik her und so, so geil gemacht. Ich höre doch Lord Helmchen wieder. Wo ist Lord Helmchen? Bitte, ich habe ein schwaches Herz. Bitte nicht so laut. This box wasn't here before. Ach so, stimmt. Kommt der Jumpscare, wenn ich zur Box gehe? Hm.
Kannst du die nicht einfach mitnehmen? Dann öffnen wir die später. Oh Gott, ey. Ist da überhaupt ein Ja, doch, für einen Schlüssel ist da was drin. Das heißt, wir müssen jetzt mitten in der Nacht mit meiner Gänsehaut überall am Körper. Und das, obwohl wir draußen warm haben. Müssen wir jetzt hier irgendwo einen Schlüssel finden, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier... Mitten im Dunkeln. Achso, das war die Uhr, ja. Lord Helmchen, sind Sie noch da? Lord Helmchen scheint weg zu sein, aber hat keinen Schlüssel hinterlassen. Oh Gott. Nächster Jumpscare, 100 pro, 100 pro. Alter, wieso muss ich immer recht haben? Spare light bulbs in the box. Achso, der meint hier, also die sind jetzt gerade kaputt gegangen, wenn ich es richtig verstanden habe, ja? Die Glühbirnen. Oh ja, die sind kaputt gegangen. Okay, ich hoffe, dass unsere Kamera noch genügend Saft hat. Und ich denke, dass wir dadurch jetzt wieder zurückgeführt werden sollen. Hallo? Ich komme in Frieden. Sie sind auch noch drin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Moment, die ist aber... Genau, die ist noch an. Oh, Leute. Mir sind ein paar Schritte noch nie so schwer gefallen wie heute. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Ich meine eigentlich gerade, weil es nur ein Spiel ist, ne? Wo ist denn das? Ach, hier oben ist das kaputt gegangen, oder? Ah, das ist gut, dass der das automatisch macht. Okay. So. Das weiß ich aber immer noch nicht. Ach komm, ich habe die Tür doch selber zugemacht. Wieso schließt du die jetzt ab? Und wieso sind hier wieder neue... Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Die war noch eben noch nicht da, oder? Aber da ist kein Schlüssel drin. Oder waren die eben schon da drin, als ich hier reingekommen bin? Ich weiß es nicht genau. Aber hier ist kein Schlüssel. Den Schlüssel finde ich doch auch nicht bei mir. Kann ich diese verdammte Box denn öffnen? Also wie ist mir schon klar, ich brauche den Schlüssel, aber... Kriege ich den her? Ist das ein Schlüssel? Nee, das ist... Nee, nee. Als ob ich nicht schon so Schiss genug hätte, überhaupt in diesen Raum zu stehen, ne? Jetzt muss ich hier auch noch überall rumlaufen und einen Schlüssel suchen, der eigentlich gar nicht da sein sollte. Also ich möchte mal... Ein ausführliches Wörtchen mit den Entwicklern reden, bitte. Das geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach ein Spiel machen, was wirklich gruselig ist. Das finde ich gar nicht gut. Sowas sollte verboten sein. Ich meine, ich habe wirklich ein bisschen schwaches Herz, muss ich dazu sagen. Ich darf mich nicht zu sehr aufregen, beziehungsweise zu sehr erschrecken. Und ich muss zugeben, das trifft sich nicht gerade so mit meiner Vorliebe für Horrorspiele. Aber, ja. Aber hier ist doch nirgendwo... Kann man auch nichts nehmen, ne? Noch ein Grund mehr, weshalb ich Jumpscares hasse, nebenbei bemerkt. Ist hier irgendwo... Das hatten wir ja schon. Was ist denn eigentlich mit dem Feuerlöschern? Können wir auch nicht benutzen, ne? Vielleicht später mal. Haha, wenn hier alles brennt. Warum auch nicht? Wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal um unser Leben fürchten oder sowas.
kann man auch nichts. Nee. Alter, was ist denn hier los? Kommt das Wasser hier mitten in den Dings rein? Oder mitten in den Raum rein? Da ist schon wieder so ein Kästchen oder sowas. Liegen noch irgendwelche Abzeichen? Was ist das denn hier? Neben dem Stern. Ich habe aber irgendwie gerade auch keinen Cursor mehr. Also ich kann anscheinend jetzt gar nichts mehr. Ah, Moment. Das kann ich noch anklicken. Das ist auch, glaube ich, neu gewesen, ne? Es ist auch so ein Spielplatz von hier. Kann ich wieder nicht drehen. Okay. Ich meine, interessant, so alte Fotos zu sehen, ne? Aber... wo kann ich einen Schlüssel finden? Also es tut mir jetzt leid, wenn das jetzt so offensichtlich war, dass ihr jetzt zu Hause irgendwo am Rechner oder sonst was sitzt und sagt, boah, du Idiot, da stand's doch die ganze Zeit. Aber ja, ihr habt recht, ich bin ein Idiot und ich übersehe solche Dinge. Die offensichtlichsten Sachen, die übersehe ich grundsätzlich immer. Die Erfahrung haben wir ja schon öfter mal gemacht, ne? Calling 01 ist hier für Feuerwehr. Ja, die Frage ist nur erstens, sollte das tatsächlich nicht funktionieren? Und zweitens hoffe ich tatsächlich nicht, dass hier das Feuer ausbricht. Das hat man schon gelesen, ne? Naja, das war das... Ja. Irgendwo in der Toilette ist oder was? Kann ja sein, dass einer irgendwie einen Schlüssel in die Toilette geworfen hat. Macht man ja heutzutage so, ne? Och, ich will nicht, dass irgendeiner irgendwo ein Kästchen öffnet. Schmeiß doch einfach deinen Schlüssel in die Toilette rein. Das ist gang und gäbe heute. Hier sind sie es anscheinend schon gewohnt. Also, dass da Wasser drin ist, meine ich. Das kann ich auch nicht nehmen hier. Alter, das ist so laut, ne? Also, wenn jetzt kein Jumpscare kommt, dann weiß ich auch nicht. Was bist du denn jetzt für einer? Jetzt haben wir keinen Hasen mehr. Jetzt haben wir was Neues, oder was? Ich muss mal eben ein Bild machen. Das glaubt mir keiner, dass hier immer irgendwelche komischen Püppchen stehen. Warum sind deine Arme so geschmolzen? Was ist das für eine Box? Ja, die habe ich auch schon gesehen. Mich interessiert aber mehr dieser komische Dämon. Alter! Sorry, aber... oh. Greift ihr mich gleich an, wenn ich an die Box gehe? In der Box ist doch bestimmt der Schlüssel oder so. Und wieso kommt hier kein Wasser mehr durch? Oh Leute, es kommt bestimmt... Es kommt 100 pro der nächste Jumpscare. 100 pro. Ich will nicht mehr raus. Ich will nicht mehr raus. Es ist nur, um das zu triggern. Deswegen sollte ich mir das angucken. Ist nichts drin, ne? Oh oh. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich muss da hochgucken, oder? Ich will da nicht hochgucken.
Ich hab's gewusst! Äfft euch! Ha. Oh Gott! Jetzt habe ich aber die Box ist weg. Also mit der Box kann ich nichts anfangen. Ist aber immer noch kein Schlüssel und nichts da drin, ne? Aber ich habe was getriggert. Vielleicht kommen wir jetzt der Sache ein bisschen mehr auf die Spur, dass wir irgendwo einen Schlüssel finden. Keine Ahnung. Aber wo? Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich will nicht mehr. Was bist du? Satan selbst, oder was? Oh Gott. Ihr lacht mich gerade alle aus, das merke ich. Ihr sagt jetzt alle, geh doch hin. Und ich werde hingehen. Aber ich muss erstmal ein paar Sekunden meiner Furcht nachgeben. Oh mein Gott. Okay, nächster Jumpscare. Hallo? Äfft euch. Werde ich jetzt wieder niedergeschlagen? Oder muss ich jetzt woanders hingehen? Boah, ich krieg jedes Mal einen Hörsturz, wenn diese Jumpscares kommen, ne? Echt, ich krieg einen Hörsturz. Es tut mir leid. Oh. Was hat das Viech hier... Mein Schlafanzug, wollte ich gerade sagen. Mein Schlafsack liegt noch hier. Ich muss aber immer noch diesen scheiß Schlüssel finden. Kann er mir wenigstens sagen, wo der Schlüssel ist, bevor der abhaut? Oder ist der Schlüssel irgendwo hier, weil er jetzt hier gewesen ist? Also ich habe hier einen Hammer mit Nägel und ein bisschen Geld, aber ich darf beides nicht aufheben. Warum eigentlich nicht? Ich meine, hier ist eh keiner, der das Geld noch gebrauchen könnte. Da kann ich nichts rausholen, ne? Warum ist das jetzt noch dunkler hier? Ich habe halt Angst, dass der Schlüssel irgendwo auf dem Boden liegt. Und ich den irgendwie verpasse oder so. Und noch mehr Angst habe ich, dass jetzt der nächste Jumpscare kommt. Oh mein Gott. Da liegt irgendwo... Das ist ein Foto, ne? Das ist eine Foto, okay. Das war der Hase, oder? Habe ich das richtig gesehen? Das war der Hase. Sind wir hier im Rabbit Hole irgendwie gelandet, oder? Alter, was macht ihr hier mit mir? Wer atmet hier? Ist das der Hase oder ist das diese komische Tuse, die hier immer überall... Was gehört. Ich höre immer noch was. Lord Helmchen? Die ist aber immer noch verschlossen. Okay, folgen wir dem Hasen. Oder auch nicht. Hallo? Ich glaube, der Hase ist da nicht mehr, oder? War das bei mir oder war das draußen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war links neben mir. Ist da jetzt schon wieder was kaputt? Sieht hier aber aus wie immer, oder? Bin mir nicht sicher. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Oh Gott. Alter.
Da ist aber immer noch kein Schlüssel drin. Da eigentlich mal geguckt hier unten? Ja, ne? Oh, der Ball bewegt sich noch. Schlüssel! Jumpscare! Äfft euch! Ja? Achso, ich dachte, ich kann mich nicht bewegen. Aber so gruselig sie auch sind, irgendwie so ein bisschen führen sie mich ja doch schon so ein bisschen hier rum, oder? Auch wenn sie mich ständig nur erschrecken wollen. Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare. Liebes Tagebuch. Heute ist der jährliche Eröffnungstag meines Camps. Ich habe mich 3 Jahre lang darauf vorbereitet, sodass dieser Sommer für mich etwas Besonderes sein wird. In diesen Tagen werde ich echte Menschen in ihnen erziehen, aber sie werden mir auch sehr helfen. Night of 58. The real killer. Have you read the direction? Okay. Irgendwas stand da gerade mit, nach dem Sturm gibt es kein Licht hier drin. Habe ich eine Kamera? Nee. The real killer. Heißt das jetzt, hier sind die Leute alle ermordet worden oder wie? Was soll denn das sein? Blitz? Blitz, oder? Oder ist das Licht? Ah, das Licht. Okay. Das ist der Klassenraum. Da sah es noch alles ein bisschen schöner aus hier, ne? Aber The Real Killer, das hört sich so... Na, als ob da halt wirklich was passiert ist, da einer alle umgebracht hat oder so. Vielleicht sind die deswegen ja alle wütend hier. Was ist denn das für ein Bild? Keine Ahnung, was dieses komische Ding da rechts sein soll. Sieht aus wie ein Hotdog oder sowas. Mhm, die Krähen sind auch wieder unterwegs. Irgendwas hat das mit den Krähen zu tun, oder? Ich kann da nicht hin. Ich kann mir das nicht richtig angucken. Auf jeden Fall kann ich es nicht aufheben. Schade. Das war soweit alles. Sah hier schön aus. Das sieht sehr gruselig aus, das Bild. Ich weiß nicht, was das ist. Aber aufheben kann ich es nicht. Oh, ich ahne Schreckliches, ne? Ich ahne wirklich Schreckliches. Das sah wesentlich einladender aus hier. Aber tatsächlich für ganz kleine Kinder, ne? Also die dann noch hier dieses mit den Form in Form reinmachen müssen und die Ringe übereinander und solche Sachen. Ohne Waage. Wagen sind immer was Schlechtes. Nein. Ach, da ist die Gruselpuppe schon wieder drin. Oh mein Gott, Saw ist hier. Jigsaw. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, wir sollten erstmal hier gucken. Alles okay? Es hat sich angehört, als ob hier irgendwie eine Taube, ja, die dämonische Taube wahrscheinlich, oder eine Krähe reingeflogen ist. Da, glaube ich, oder? Und direkt danach ist die dann, also nicht die Taube, sondern hier die Krähe ist dann gestorben, oder wie?
Okay. Oh. Aber sie hat es geschafft, mir vorher noch was zu öffnen. Das ist nett. Anna, wir müssen weglaufen. Es ist alles wegen der Direktorin. Ich habe sie ausspioniert. Sie sprach mit jemandem über etwas Schlimmes. Ihr müsst mir glauben, warnt alle. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis ich ihren Schlüssel im Schrank versteckt habe. Wir können es schaffen. Hilf mir. Was führen? Ich übersetze das jetzt mal nicht. Die Frage ist, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt wahrscheinlich nicht die Direktorin, oder? Ich soll dahin, oder? Ach so, die schlafen da drin. Ja, stimmt. Schlüssel zum Safe. Was für ein Safe? Was ist denn hier ein Safe? Wo ist denn hier ein Safe? Ah, okay. A life story, you found the evidence. Okay. The filter is missing and the glass is broken. Ja, dann bringt einen so eine Gasmaske natürlich viel, ne? Also wenn die kaputt ist. Er hat meine Gasmaske. Achso, das hat sie eben gesagt. I need to spray sleeping. Oh, nein, 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 nein. Ich habe es leider weggeklickt, bevor ich es ganz zu Ende. Aber ich habe irgendwas gelesen. Ich muss Gas, Schlafgas quasi da reinmachen, ja, damit sie schlafen oder was. Ich habe es zu schnell weggeklickt, es tut mir leid. Wir haben mit Alexei Sergejewitsch in einem Waisenhaus zusammengearbeitet. Dann habe ich unachtsam gehandelt und eine Beschwerde erhalten. Der Direktor musste schließen. Ich wurde von der medizinischen Arbeit suspendiert. Nun werde ich einen solchen Fehler nicht machen, denn nur er weiß von unserer Vereinbarung. Ich muss weiterhin Leute finden, damit er ihre Nieren entnehmen kann, und Alexei Sergejewitsch wird mir helfen, eine Herztransplantation für Ivan durchzuführen. Nach allen Indikatoren aus der Krankenakte ist Jakov ein idealer Spender. Ich werde einen Unfall arrangieren, sodass niemand nach ihm suchen wird. Okay. Ein besonderer Junge, Jakov, kam ins Lager. Er hat weder Eltern noch Verwandte. Und er ist mein Favorit geworden, weil er meinem Sohn Ivan so ähnlich ist. Ich will ihn wirklich sehen. Jakov ist ein guter Junge, obwohl er nicht spricht. Aber er versteht alles und macht alles, was ich verlange. Am Nachmittag musste ich mich mit Alexei Sergejewitsch in der Unterkunft treffen, in der wir gearbeitet haben. Er befahl uns, unsere Vereinbarung heute Abend zu erfüllen. Dieser Tag ist gekommen. Jakov wird mir dabei helfen. Vor dem Schlafengehen erfinden die Kinder immer wieder Horrorgeschichten, während die Betreuer sie ins Bett bringen. Das kann sie ablenken. Jakov, war das der eine, der das geschrieben hatte? Ich bin mir nicht sicher. Back to the classroom. Oh nein. Help me, stand da nur. Da stand kein Name drauf, ja. Aber mal davon abgesehen, warum sollte ich das machen? Wenn offensichtlich doch gerade mindestens ein Kind hier rübergelaufen ist. Wenn das ein Kind war und nicht so eine dämonische Puppe.
Hier ist auch eine Gasflasche. Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung? Hallo? Bin ich jetzt gestorben? Hätte ich jetzt schnell die Gasmaske, aber die bringt mir ja nichts, ne? Die ist doch kaputt. Was? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Erstmal wichtig, meine Kamera. Übersetzungsbuch. Wieso kann ich das nicht mehr nehmen? Okay, ich kann es nicht drehen, nicht angucken. Ist das jetzt das, woraus wir gerade gelesen haben? Bin mir nicht sicher. Das Kästchen ist ja jetzt auf. Das haben wir ja aufgemacht. Oh. Okay. Jetzt bin ich gerade völlig verwirrt, was wir eigentlich machen sollen, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil ich bin... Also die Story alleine schon, das ist jetzt... Ist gerade ein bisschen viel für mich. Dir wurde gesagt, dass du hier raus sollst. Lass diesen Ort in Ruhe. Ich werde nichts sagen, aber das ist die gleiche Schrift wie von dem Jungen, oder? Das sind leere Seiten im Tagebuch. Du kannst sie nutzen, um zu antworten. Habe ich das gerade gesagt oder hat das jetzt... Alter. Da ist was hinter. Oh mein Gott. Ach Moment, ich habe aber vorne... Habe ich aber einen Stift gesehen, ne? Mache ich das dann automatisch? Antworte ich dann da automatisch mit? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es tut mir auch leid, dass ich so ruhig bin, aber... Oh Gott. Take. Also kann ich jetzt da doch antworten? Was schreibe ich denn? Ich weiß, was hier passiert ist. Lass mich dir helfen. Sag mir, wer bist du? Tja. Können wir immer noch nicht mitnehmen. Sag mir, wer du bist und ich werde dir helfen. Wobei helfen natürlich relativ ist. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Jetzt? Ruft der Geist mich jetzt an? Oder ruft er mich nur wieder in sein Zimmer rein hier? Alter! Der Hase! Ich hab den nicht gesehen! Oh, okay. Nächster Jumpscare. Oh, ich hasse euch, ehrlich. Hallo? Ist das euer Ernst? Der Hase ganz anders aus, ne?
Wieso sollte ich jetzt nach hier kommen? Einfach nur so wegen dem Hasen oder was? Ihr macht mir doch irgendwelche Jumpscares hier noch raus. Weiß ich doch jetzt schon. War das nicht gerade wieder der Hase? Oder gucke ich falsch? Should try writing the letter again. Na gut, ich habe keine Antwort bekommen. Aber ich habe quasi als Antwort bekommen, dass das Viech hier durchgelaufen ist. Ich habe gelesen, dass hier Menschen getötet wurden. Hast du das gemacht? Sag es mir und dann kann ich dir helfen. Ich würde nur gerne wissen, wo die mal hin sind. Eigentlich will ich es nicht wissen, aber... ja. Oh mein Gott. Hallo? Krieg keine Antwort. Soll ich noch einen schreiben? Hm. Ah, ich habe doch eine Antwort. Ich wurde angeklagt, habe es aber nicht getan. Raus hier. Stimmt, da war ja noch ein Mädchen. Ich hoffe, die geht jetzt nicht gerade aufs Klo. Alter! Sieht eher nach einem Jungen aus. Ich hab grad so Gänsehaut. Es passiert wirklich nichts, ne? Ich sterb nicht oder sonst was, aber dieses Spiel bereitet mir gerade so Gänsehaut. Es ist abartig. Es ist einfach so geil gemacht. Auch wenn ich null Plan habe, was ich hier eigentlich mache gerade. Aber der hilft mir jetzt nicht weiter, oder muss ich hier irgendwas... Da war nichts in der Ecke, ne? Komme ich gar nicht rüber. Naja. Das ist halt dieses Foto, aber das kennen wir ja, oder? Kennen wir das schon? Das können wir nehmen. 1946. Oh mein Gott. Die eine sieht ein bisschen aus wie meine Mutter, ein Jungen. Vielleicht war die ja auch hier. Das glaube ich aber eher nicht. Die kommen nicht aus Russland. Die kommt aus Belgien. Hat das jetzt gerade nur geflackert, weil das gerade ein Dings war hier, oder? War ich das? Bin mir nicht sicher. Heißt du Jakob? Lebst du hier schon seit vielen Jahren alleine?
bin mir ja nicht sicher, aber ich glaube, von hier kam das Geräusch gerade. okay. Ich will jetzt die Lösung wissen. Leute. Ich will jetzt nicht unbedingt, dass das Spiel endet, aber es wäre schön, wenn das Spiel enden würde, um einfach nur zu wissen, was jetzt tatsächlich passiert ist. So. Ne? Ihr wisst, was ich meine. War der Fleck vorher auch schon da? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe auch selten so auf den Boden geguckt. Ist jetzt aber auch so nichts Neues, glaube ich. Ach, das war... okay. Ja, hier kann ich mich mit meinen Freunden verständigen. Wir bewachen diesen Ort, weil er unser Zuhause ist. Viele Leute sind hierher gekommen, nur um unsere Sachen kaputt zu machen. Aber meine Freunde helfen mir, Fremde zu vertreiben. Ich habe Angst, dass mich jemand sieht und mir sagt, dass ich hier lebe und diese Leute kommen werden, um mich zu holen. Okay, der hat Angst. Wir haben alle Angst gerade. der Hase ist auch da. Hallo. Guten Tag. Wer sind deine Freunde? Warum sind auch sie hier? Ja, ich vermute mal, dass er damit halt die anderen Kinder meint, ne? Boah, das ist alles gleichzeitig gruselig und irgendwie traurig und ich weiß gerade so gar nicht, was ich empfinden soll, wenn ich jetzt ehrlich bin. Die Geister dieses Ortes. Diejenigen, die hier gefoltert wurden. Sie blieben hier eingesperrt. An diesem Tag, am Abend, nachdem die Lichter ausgegangen waren, kam jemand. Wahrscheinlich war es die Person, mit der die Direktorin gesprochen hatte. Er hat mich nicht gefunden. Ich glaube, dass er deswegen alle Bewohner und die Direktorin vergiftet hat. Also, das heißt, dass es stimmt, dass der Direktor... Hab ich mich jetzt erschrocken. Dass der Direktor ebenfalls umgebracht wurde von dieser einen Person, ne, mit diesem Anzug. Das ist halt das, was wir gesehen haben. Das war alles von der Direktorin des Camps geplant. Worüber sprichst du? Mit was für einer Person sprach sie? Das ist jetzt eigentlich eine doofe Frage, muss ich sagen, weil wir wissen ja jetzt mittlerweile, ja, ich kann gerade nicht gucken, dass der das geschrieben hat. Dass die vorsichtig sein müssen und so. Es ist alles sie. Ich sah, wie unsere Direktorin mit jemandem in einem alten Krankenhaus in der Nähe des Lagers sprach. Sie meinten, sie würde ihre Arbeit nachts verrichten. Dann wurde mir klar, dass es mit uns zusammenhing, aber ich konnte nicht alle warnen.
Ich sah nicht, wer sonst noch da war, weil ich Angst hatte und mich versteckte. Am Morgen ging ich in das Gebäude und fand niemanden. Ihr Safe war auch nicht da. Ich dachte, dass der Mann und seine Helfer alles weggebracht und die Leichen in diesem Gebäude versteckt hätten. Ich musste hier bleiben und in der Lüftung wohnen und konnte nur manchmal in die Zimmer gehen. Oh, okay, krass. Ventilations heißt ja Lüftungssystem, ne? Das ist heftig. Das Gebäude, das verlassen ist, kann ich dort hinein? Ich würde ja eigentlich lieber direkt mit ihm sprechen, anstatt hier immer wieder diese Zettel durchzuschieben, weil das ist doch ein bisschen... Da muss ich sagen, da zieht sich das Spiel jetzt ein bisschen. Dann würde ich lieber irgendwie, ja, direkt mit ihm reden oder... Das wäre natürlich am geilsten. Auch wenn es nur durch die Tür wäre oder so. Was kommt jetzt für eine Antwort oder lässt er mich endlich rein? Jakob antwortet nicht mehr. Es ist Zeit, in das verlassene Krankenhaus zu gehen. Ich muss die Bretter von der Haustür abreißen. Also er muss, also wir müssen, nicht er muss, glaube ich, hier vorne die Bretter abmachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Das sieht gut aus. Nacht 3. Hospital. You have reached an abandoned hospital. Jakob said that I could find proof here. Let's take a look around. Das Buch kann ich wahrscheinlich... Doch, diesmal kann ich es mitnehmen. Okay. War ich das oder war das irgendjemand hinter mir? Ich bin mir nicht sicher. Soll das Putin sein? Er sieht so ein bisschen entfernt so aus, aber ich glaube nicht, dass der das ist. Muss ich noch Jumpscares bekommen, weil... Okay, es ist ja sonst ganz dunkel, weil ich will ja nur Gutes, das wissen die Geister doch jetzt. Das ist abgeschlossen, das sehe ich schon von hier aus. Können wir aber trotzdem mal eben... Okay. Die Doppeltür ist auch abgeschlossen. Ich, nee, ich kann aber nicht drunter herkriechen, ne? Und wie soll ich jetzt hier weiterkommen? Ja. Damit wäre das Spiel dann beendet. Hier sind Dosen. Gerade hat einer jetzt die Tür geöffnet. Da komme ich doch her. I just come here. Ja, ja. Hä? Muss ich jetzt hin und her laufen, damit die aufgeht oder was? Ich würde ja auch was triggern, wenn das gehen würde. Aber ich weiß nicht was.
Hallo? Muss ich jetzt die ganze Zeit in der Gegend rumlaufen und hier die... Ja, bitte? Lag das vorher schon hier? Ich bin mir nicht sicher. Muss ich irgendwas lesen vielleicht, dass ich da irgendwas triggern muss? Alter, wollt ihr mich hier verarschen oder was? What? Alter! Hä? 1946, nach dem Krieg. Dutzende Kinder landen in Heimen, nachdem sie ihre Eltern verloren haben. Ein Waisenhaus, welches für das Großziehen und die Erziehung von Waisenkindern zuständig ist, arbeitete unter der Leitung des Militärs. Ja, da ist was hinter. So viel habe ich das, so weit habe ich das auch schon verstanden. Hallo? Ich höre hier was laufen. Nächster Jumpscare. Alter, ich habe keine Lust mehr. Können wir nicht endlich aufhören mit dem Spiel? Geräusche in den Wänden, ne? Ey, das geht mir so an die Nieren. Bin ich ganz ehrlich. This door leads to another corridor. In my backpack. Ja toll, da ist eine Mauer jetzt vor. Was hat er gesagt? I can cut. Jetzt ist es schon wieder weg. Toll. Also dein Rucksack, Ich hasse es. Ich hasse euch. Alter, die guckt mich auch noch so ekelhaft an. Da hat einer die Katzen gefüttert. Hat die nicht eben noch in die andere Richtung geguckt? Ich könnte schwören, ne? Der Arzt des Waisenhauses wurde wegen illegalen Organhandels 6 Jahre lang inhaftiert. Er stellte in betrügerischer Absicht falsche Diagnosen und führte Operationen durch, um die Niere zu entfernen. Der Direktor wusste nichts davon, aber er konnte seine Position nicht weiterführen. Das Waisenhaus war verloren. Das Gebäude stand nun leer. Nur mal schnell gucken, ob die Puppe noch da ist. Oh Gott. Hier irgendwas... Ja, bitte? Ich glaube, ich soll nach rechts gehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich gehe, glaube ich, erstmal nach links, oder? Nächster Jumpscare übrigens. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Das können wir auch als Jumpscare gelten lassen. Wobei das kein richtiger war.
ist abgeschlossen. Ach, hier habe ich meine Sachen. Ach so. I have to finish. Ja, ja. Ich wollte doch nur an meine Sachen ran. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich war jetzt so konzentriert auf das, was ich rausgenommen habe. Ich habe gar nicht gesehen, was da oben war. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber gut. Kein Thema. Hatte Kindergröße. Sollte nicht so schlimm sein. Das war die falsche Taste. Okay. Irgendwas stand doch da drin. Ach so, dass ich die Dinger damit aufbrechen kann, oder? Hier sowas? Ja, 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 genau. Ich hätte jetzt einen Bolzenschneider mitgenommen. Aber kein Thema, das tut's auch. Hallo? Jemand zufällig, der mich jumpscaren möchte? Sicher, oder? Das ist der Tresor, aber das ist nicht dieses Zimmer. Hallo? Wieso komme ich hier nicht rum? So. Sagen, war da gerade was? Ich weiß, dass das, was ich tue, falsch ist, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss meinen Sohn Ivan retten. Ich hatte das Glück, dass Alexei Sergejewitsch sich bereit erklärte, mir zu helfen. Ich darf ihn nicht im Stich lassen. Niemand soll von unseren Angelegenheiten erfahren. Okay, da ist noch eine Tür. Ein Kühlschrank. Hä? Ich dachte, das sind Schlafräume hier. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ja, bitte? Soll ich dich befreien? Ich habe das passende Handwerkszeug. Geh mal von der Tür weg. Ich komme jetzt rein, ja? Ich tue auch keinem was. Ich mach damit, soll ich klopfen, damit du weißt, dass ich in friedlicher Absicht komme. Das kann man auch als Jumpscare nehmen. Hallo? Großer, breitläufiger. Oh. Das war das Verstümmelungszimmer, ja? Verstehe. Okay. Und das alles mit Kindern. Ich hoffe nur, das beruht nicht auf einer wahren Begebenheit hier, dieses Spiel. Sonst kriege ich echt zu viel. Überall diese Dosen. Kommen wir nicht dran vorbei. Oder komme ich hier? Moment, kann ich hier durch? Da ist gerade einer am Operieren, das höre ich. Ich hatte nicht die Zeit, ihn zu retten. Ich glaube es nicht. Das kann nicht passieren. Das ist nicht meine Vaneshka. Ich werde ihn retten. Ich muss dringend einen Spender finden. Muss ich da wirklich hin? Wenn ich da jetzt in die Ecke gehe, kann ich den Bolzenschneider nehmen? Es war mir so klar. Es war mir so klar, dass die hinter meinem Rücken ja einfach umräumen werden. Wobei in dem Fall... Ach, das war ein Stuhl.
Hallo? Wobei in dem Fall war das ja noch nett, wollte ich gerade sagen. Wo bin ich denn jetzt? Moment. Von da kam ich, oder? Dann habe ich hier die erste Tür. Aber da sich hier eh alles verändert die ganze Zeit, habe ich keine Ahnung. Wieso nimmt der nicht einfach den Bolzenschneider? Ist nicht einfach. Batterie ist leer. Ja, aber du hast doch noch den Bolzenschneider. Hallo. Das ist die Puppe, die ich höre. Hundertprozentig. Wie kann man so eine Puppe verunstalten? Ich verstehe es nicht. Okay, nächster Jumpscare, ne? Nehme ich mal an. Sind das hier eigentlich... Nee, das sind Filme, oder? Da gab es doch früher diese Filme, ne? Diese runden... Ihr wisst schon, was ich meine. So wie beim Kino. Und da gibt es diese Boxen für, wo die drin sind. Das sind doch bestimmt Filme. Ich weiß nicht, ob ich es bis zum Morgen schaffe, weil mir die heutige Schicht zu schaffen macht. Ich will von ihr weglaufen, aber dann werde ich nicht bezahlt. Ich höre Stimmen, als wäre ich nicht allein. Ich glaubte, eine Frau zu sehen. Eher wie ihre Silhouette oder ihr Schatten. Sie ging in den Schrank. Ich habe Angst, ihr zu folgen und den Schrank zu verschieben. Ich will nicht überprüfen, ob es wahr ist oder vielleicht ist es nur meine Vorstellungskraft, die sich nach einem Glas Wodka geschärft hat. Auf dem Schrank befindet sich etwas aus Federn und Spinnweben. Ich habe sie nie mehr gesehen. Sie sehen schrecklich aus und es riecht nach toten Dingen von dort. Okay, ich trinke noch ein Glas und gehe bis zum Morgen ins Bett. Die Vorstellungskraft der Menschen ist bestimmt extremst groß. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube, man kann sich auch sehr viel mehr einbilden, als man tatsächlich gesehen hat. Aber ich folge ihr Richtung Toilette. Wo soll denn das sein? Oder Moment, war das hier? Nee. Da war ich doch eben drin. Alter! Der Zähler geht hoch. Das war aber nicht die Toilette hier, oder? Ich dachte ernsthaft, war ich hier nicht eben schon drin? Doch, das war das mit der... Ach, da bin ich nicht durchgekommen, genau. Alter, ich kriege hier irgendwann nur meinen Herzinfarkt bei den Spielen, die ich spiele. Ich würde ja gerne sagen, aber ihr wolltet es so. Aber diesmal war es tatsächlich ein Spiel, was ich im Angebot gefunden habe. Und da es ein Indie-Game ist und ein Horror-Game, waren das zwei gute Gründe für mich, mal reinzuschauen. Oh. Der einzige gute Grund, nicht reinzuschauen, sind halt die Jumpscares. Weil, wie gesagt, ich hasse Jumpscares. Das ist immer so billig. Ja, es war so klar, dass das jetzt zu sein wird. Kann man da nach hinten weitergehen? Nee. Natürlich bin ich jetzt hier gefangen. Hallo? Mach die Tür auf. Lass mich raus. Doch irgendwas triggern. Aber wie? Hallo? Ach, Dankeschön. Und ich wollte gerade noch sagen, diesmal aber bitte ohne Jumpscare und der Zähler geht weiter fröhlich nach oben. Und jetzt höre ich ja auch noch Leute draußen vor meinem Fenster. Also so langsam hört es echt auf. Oh Gott, das ist... Oh, es ist die Toilette. Es ist die Toilette, Leute. Und da ist ein Gruselpüppchen drauf. Und irgendjemand will mich mit ihr oder so zusammen in der Toilette einschließen. Muss ich hier erst was lesen?
Ein Jahr später, nach den Ereignissen von 1950, wurde das Gebäude in ein Krankenhaus umklassifiziert. Allerdings mit Budgetkürzungen. Es machte erneut dicht. Das Püppchen guckt auch schon so ängstlich. War das vorher auch schon hier? Tür ist wieder offen. Das ist ein Jumpscare, oder? Ich wusste es! The devil is inside. Aber ich habe zumindest als Entschuldigung dafür eine Errungenschaft bekommen. Aber in den anderen Toiletten ist nichts, oder? Ich laufe hier gerade so langsam rum. Hör ich da irgendwas? Alter, ich hasse euch so sehr. Okay. Ein Traumfänger. Ist das auch wieder ein Jumpscare? The devil is in the house, ja. Es sind schon Kreuze umgedreht. Schön. Das macht Freude. Das gibt mir jetzt so ein bisschen das Gefühl von, gehe nachts um 3 nicht in Lost Places rein. Jumpscare, oder? Ich muss aber jetzt trotzdem nach unten gucken, weil ich wissen will, ob da irgendwas liegt. Was sind das alles? Alter! Hallo? Oh, geil. Soll ich das Licht dabei aushaben? Bin mir gerade nicht sicher. Ich würde gerne lesen. Lass den, der mich findet, den Schmerz einer Mutter fühlen, die ihr Kind verloren hat. Ich verfluche jenen, der mir nicht helfen konnte. Und ich werde nicht einfach gehen. Ich komme zurück. Ich komme im Frieden. Ich möchte dir helfen. Ja, was sie damit meint, dass sie zurückkehren wird. Okay. Jo, sie ist weg. Kein Thema. Was haben wir denn hier? Hier sind die Dokumente von 1958. Alexei Sergejewitsch, von dem Maria sprach, antwortete ihr, dass er sich nicht mehr daran beteiligen würde und weigerte sich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Also mit wem sprach sie, als Jakov sie sah? Es gibt noch etwas anderes. Die Sterbeurkunde dokumentiert. Es handelt sich um ihren Sohn Ivan. Er starb im Herbst 1950. Anscheinend hielt sie es nicht aus und wurde verrückt. Sie wollte ihn so sehr retten, dass sie den Bezug zur Realität verlor. Arme Frau. Okay, sie hat also quasi ihren toten Sohn gesehen. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, ja, da steht ja Todeszertifikat, also Todesurkunde, Sterbeurkunde, so. I'll be back soon. The dead and the buried. Oh oh. Die gute Dame ist wieder da. Die Tür auch. Mein Zähler geht fleißig in die Höhe. Mit Jumpscares. Und ich muss raus. Ich muss mal pipi. Oh Gott. Alter!
Ich habe mich gerade so erschrocken, dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Heißt das, ich soll wieder zurück oder war das nur zum Erschrecken? Moment, ich bin verwirrt jetzt. Also hier höre ich Geräusche. Das war aber doch... Das war das, wo ich reingegangen bin, oder? Oh, ich bin gerade völlig verwirrt. Das ist gerade ein totales Irrenhaus und Labyrinth für mich. Das war der... Genau, hier hinter bin ich gewesen. Jetzt ist das alles wieder zu. Oh mein Gott. Da kann ich gar nicht mehr ran. Das scheint fertig zu sein. Keine Ahnung. Da kann ich auch nicht. Und normalerweise kommt ja die Hand. Drei Wochen später. Return to the camp. Ah, ich wollte gerade noch sagen, haben wir jetzt 3 Wochen da verbracht. Aber nee, haben wir nicht. Wir sind nur wieder dahin gekommen. Allerdings ohne Schlafsack, so wie es aussieht. Kriegen wir jetzt trotzdem noch Jumpscares ab? Das ist die Frage. Wir haben auch keine Kamera, die wir anmachen können. Alter, alles, was wir geöffnet haben, ist wieder zu. Aber Klein Hase ist noch da. Der sagt, ich soll nach hinten gehen, so wie es aussieht. Zumindest guckt er so in die Richtung. Alter. Kann ich hier nicht dann? Der ist noch da. Hallo Jakob. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, dass du gefunden und für etwas angeklagt wirst, das du nicht getan hast. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe niemandem erzählt, dass du hier mit deinen Freunden lebst. Beschütze diesen Ort weiter. Jetzt ist er zu Recht nur noch euer Zuhause. Dein Freund Alex Morton. Ich freue mich, dass sich diese Untersuchung als so interessant und einzigartig herausgestellt hat. Ich habe es geschafft, das Rätsel von 58 zu lösen und Jakob zu helfen, Frieden und Freiheit zu finden. Ihr könnt darüber in meinem Blog lesen, aber wir müssen weitermachen. Ich gehe an einen anderen Ort mit einer schrecklichen Geschichte, wo früher Hexen lebten. Und da werde ich einen ungewöhnlichen Fall haben. Ich werde euch später davon berichten. Ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt der nächste Teil sein wird. Ich bin jetzt echt mega gespannt, was da noch kommen wird. Und dass das tatsächlich dieser Ort sein wird, der gerade genannt worden ist, wo angeblich Hexen existieren sollen. Heftig, wirklich heftig. Also auch die Story hinter dem Ganzen. Outro-Soundtrack. Ich will jetzt noch nicht mein Fazit dazu sagen, weil ich gehe davon aus, dass jetzt noch irgendwas kommt mit der Tür oder vielleicht wird es auch einfach enden, wenn wir durch die Tür gehen oder so. Ich weiß es nicht.
Summer of 58. Einige Tage später. From day to day. Oh mein Gott. Spielen wir jetzt eine Art Demo oder sowas vom neuen Spiel? Ey, da bin ich ganz ehrlich, das kenne ich so gar nicht. Weil ich gehe mal davon aus, dass das jetzt halt der neue Teil ist. Die Batterie ist tot. Ja, geil. Das ist ja toll. Ich musste auf die Person warten, die dieses Haus gekauft hat. Aber nach seiner Ankunft, ein paar Tage später, ging etwas schief. Dieser Ort hat aufgehört, harmlos zu sein. Ich bin hier gefangen. Ich glaube nicht, dass eine Frau aus dem Krankenhaus in Russland sich an mich binden und mir folgen könnte. Hat dieses Haus ein Pendel für Menschen wie sie? Was, wenn mir andere Geister folgten? Vielleicht ist das der Grund, warum ich niemanden in diesen Häusern gefunden habe. Wie durch ein Wunder gelang es mir, aus diesem verlassenen Waisenhaus zu entkommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt freigelassen werde. Wir müssen versuchen, rauszukommen und den Kerl zu warnen, dass es gefährlich ist, hier zu sein. Okay. Alter, ich will nicht noch mehr Jumpscares haben, ganz ehrlich. Da ist doch wieder ein Traumfänger. Das ist doch wieder ein Jumpscare. Kann ich das Messer wenigstens mitnehmen? Das hilft mir wahrscheinlich unheimlich gegen irgendwelche Geister, aber gut, ist kein richtiges Messer in dem Sinne. Kann ich da was machen? Oh mein Gott. Okay. Mein Zähler, gehe hoch. Nicht? Da ist jemand darunter. Ah, ihr könnt mich doch mal. Ihr könnt mich doch wirklich mal. Oh. Okay, nächster Jumpscare. Jetzt. Ich wusste es. Achso, ich kann was machen. Ich will nicht mehr. Oh mein Gott. Auf der einen Seite bin ich froh, dass es zu Ende ist, weil... Oh, ganz ehrlich, die ganzen Jumpscares, die gehen mir an die Nieren. Also auf der einen Seite muss ich sagen, ich finde Jumpscares unheimlich billig gemacht, weil es halt... Man gruselt sich nicht, aber man erschreckt sich halt total. Und das ist halt was, was für mich nicht zusammenpasst mit einem echten Horrorfilm oder mit einem Horrorspiel. Weil darum soll es ja um den Grusel gehen tatsächlich und nicht darum, dass man sich künstlich mal für ein paar Sekunden erschreckt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde, das Spiel war so hammergeil gemacht. Ich meine, aber es wäre sogar schon ein bisschen älter gewesen. Also ich glaube, dass ja, es deswegen jetzt aktuell nur im Angebot war bei Steam, weil es schon was länger draußen war. Ich habe von Emika Games, also ich habe viel Gutes gehört, muss ich dazu sagen. Und ich habe, glaube ich, sogar einige Spiele von denen gekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob da auch was mit einer Hexe dabei war. Da müsste ich nochmal nachgucken. Weil rein theoretisch, je nachdem, wie alt das Spiel schon ist, könnte es sogar sein, dass ich es mitgekauft habe, ohne es eigentlich zu wissen. Oh, wenn, muss ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Pause machen, weil ich habe gerade richtig Kopfschmerzen bekommen.
Also, das Problem bei den Jumpscares ist halt, dass man sich ja nicht nur erschreckt in dem Moment, was für meine Migräne natürlich auch nicht unbedingt gut ist, sondern einfach diese extreme Lautstärke, die da noch mit dabei ist, wodurch man sich natürlich dann noch ein bisschen mehr erschreckt. Man weiß genau, okay, jetzt kommt was, man weiß genau, jetzt kommt irgendwas durchs Bild gelaufen, geschossen, springt dich an oder irgendwas oder was fällt runter oder keine Ahnung. Man weiß genau, es wird laut, aber trotzdem, man kann ja nichts gegen diese Reaktion des Körpers tun. Deswegen finde ich persönlich auch Jumpscares halt so billig, ne? Weil es ist kein Grusel, es ist halt nur diese Reaktion des Körpers, dass man sich erschreckt. Aber, wie ich schon sagte, ich finde, dass dieses Spiel trotzdem alles richtig gemacht hat. Es war eine wirklich geile Grafik, gerade für ein Indie-Game, muss ich sagen. Die Geschichte, ich wollte ab einem gewissen Punkt, anfangs habe ich nicht so ganz gecheckt, was ich da eigentlich machen soll. Hab dann irgendwann festgestellt, okay, das ist so eins dieser Spiele, meistens bei Horror-Indie-Games, muss man dazu sagen, wo man so ein bisschen hin und her laufen muss, irgendwas triggern muss, damit was Neues passiert. Und ja, das war dann im Endeffekt auch so, da gab es so zwei, drei Situationen, wo ich gedacht habe, okay, wie lange muss ich jetzt noch hin und her laufen? Muss ich jetzt noch irgendwas finden oder so? Aber letztendlich hat es ja doch geklappt. Vielleicht hätte es auch ein bisschen schneller geklappt, wenn ich nicht ganz so ein Schisser gewesen wäre. Ich gebe es ja zu. Also wie gesagt, Resident Evil habe ich kein Problem mit. Wenn irgendetwas ist, wo, keine Ahnung, irgendwelche Viecher sind, die andere auffressen oder keine Ahnung was, habe ich kein Problem mit. Aber wenn es ein Spiel, natürlich bei Filmen auch, aber wenn es ein Spiel schafft, nicht ganz durchgehend in dem Fall, es gab so ein paar Phasen, wie mit dem immer wieder zur Tür hinlaufen, da war dann halt so ein bisschen die Spannung schon da, aber der Horror, sage ich mal, ein bisschen weg. Aber wenn ein Spiel das schafft, bei mir so dieses mehr oder weniger permanente Gruseln zu kreieren, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, es ist ein wirklich gut gemachtes Spiel. Und das, ja, kann ich hier wirklich nur sagen. Es war zwar komplett auf Englisch, was mich persönlich ehrlich gesagt immer ein bisschen abstößt, weil ich weiß halt nie, wie viel Text ist auf Englisch, verstehe ich das alles. Also hier war es okay, das war halt jetzt nichts hochgestochen Geschriebenes oder sowas. Und wie gesagt, im Nachhinein werde ich das Ganze nochmal bearbeiten, werde die Texte entsprechend dann in Ruhe nochmal übersetzen, werde das Ganze dann auch entsprechend vorlesen und ja, damit halt die längeren Texte auch übersetzt werden. Zwischendurch habe ich jetzt mal so einzelne Fragen, es sei denn, ich habe sie nicht ganz mitbekommen, weil ich noch geschockt war von irgendeinem Ereignis. Aber so einzelne Fragen habe ich ja auch schon zwischendurch übersetzt. Die übersetze ich dann natürlich nicht mehr. Aber trotz, dass das Spiel auf Englisch war, also Englisch und Russisch, aber wie gesagt, Russisch kann ich leider gar nicht. Trotz, dass das Spiel auf Englisch war, trotz, dass es so ein bisschen phasenweise, dass man ein bisschen runterkommen konnte, man nicht so ganz mehr am Gruseln war, also wie beispielsweise mit dem Hin- und Herschieben immer mit dem Zettel, war es ein richtig, richtig geiles Spiel. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch richtig einen guten Vorgeschmack darauf bekommen können, auf diese komische Hexe, um die es dann in dem Teil danach, nehme ich mal an, geht. Und ich werde mich auf jeden Fall informieren, was das für ein Spiel genau ist, wie das heißt. Und ja, wenn das gerade im Angebot ist oder ich das eventuell sogar mitgekauft habe, dann werde ich das auf jeden Fall die Tage auch mal aufnehmen, weil ich bin sehr, sehr gespannt. Und hoffe, dass es auch ungefähr die gleiche Länge hat, weil so kürzere Spiele finde ich persönlich immer besser. Deswegen alle Indie-Games-Devs da draußen, scheut euch nicht davor, einfach ein kürzeres Spiel zu machen, was irgendwo zwischen 2 und 5 Stunden liegt, sage ich jetzt mal. Wenn ihr ein richtig geiles Spiel rausbringt, was im Endeffekt alles richtig macht, dann könnt ihr nur gewinnen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Ich fand es unheimlich gut, dass da auch noch so eine gewisse Story hinter war, dass wir ja den Geistern jetzt nicht so hundertprozentig helfen konnten. Aber letztendlich, wir sind, glaube ich, ein Mann, wenn ich es richtig verstanden habe. Letztendlich war es ja so, dass wir es in einem Blog geschrieben haben. Eigentlich sollten die Leute sich davon fernhalten, aber es gibt immer genügend Idioten, die sich halt nicht fernhalten. Und ja, dann am besten noch irgendwelche möchtegern satanistischen Rituale machen, unschuldige Tiere opfern und naja.
Das ist halt leider die Realität und ich weiß jetzt nicht, was da jetzt passieren würde, aber dass zum Glück nur ein Spiel ist, bin ich da doch sehr froh drüber. Und ja, mir fehlen gerade die Worte. Vor allen Dingen habe ich gerade totale Kopfschmerzen wegen den Jumpscares. Also, der Zähler steht noch unten drin, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Wir haben eine wunderbare Endquote an Jumpscares. Ihr seht ja selber, wie hoch. Ich weiß es jetzt noch nicht, während ich das hier aufnehme. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einem nächsten Let's Play wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.